herzlich willkommen zu Die Deutsche und der Ausländer. Ich bin Nina, ich bin die Deutsche und bei mir ist wie immer der Ausländer, ich bin Sean. Hallo Nina. Hallo Sean. Es freut mich immer, dass du dich selber als Ausländer bezeichnest, weil sonst würde ich mich schlecht fühlen. Ja, genau. Es ist weniger problematisch, wenn ich mich selber als Ausländer. Ja, aber ich bin Ausländer, obwohl ich einen deutschen Pass habe und ich bin hier seit 14 Jahren. Ich bin fast mehr Deutsch als du, aber egal. Weil du seit 14 Jahren hier bist. Ich bin 27 schon. Ich habe noch ein paar Jahre länger hier als du. Du warst ein Teenager, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ja. Okay. Nina, wir haben gute Nachrichten insofern, dass wir ein Instagram-Konto haben für die Deutschland. Die-du-da-de, weil schon jemand uns diesen Die-du-da-Account geklaut hat. Und die haben nur einen Post? Ja. Wir haben sie gestalkt. Ich habe sie gestalkt. Die andere Person, ich bin immer noch überzeugt, vielleicht schicke ich ihr 10 Euro und sage, gib mir die Handle, bitte. Habe ich auch gedacht, weil die haben die Duda auf Instagram. So, die sind wirklich die OG-Instagram-Account von die Duda. Aber wie du gesagt hast, ist es auch schon ein Post? Ich glaube, die haben null Post, oder? Oder ist no es Post. Doch eins? Ja, null Post, ja. Null Post und ein Follower, egal. Ich will hier niemanden bashen. Ich will nur diesen Namen. Ja, genau. Aber das Problem ist, wenn du sowas sagen zu diese Leute, du kannst sagen, hey, ich schicke dir 20 Euro, dann wir bekommen das, oder? Aber dann wollen die dann vielleicht bestimmt mehr Geld haben, weil die denken, das ist, naja. Aber, für eine Instagram-Handle? Nein. Genau. Du also, kannst wenn es Kylie Jenner wäre, okay. Du kannst einfach beide folgen auf Instagram. Kannst du dir vorstellen, wie es für ihn oder sie wäre, wenn plötzlich die haben 20, 30 Follower in einem Tag. Keine Ahnung, warum. Aber, ja, vor allem, wir haben auch noch keine Posts und wir haben auch schon 13 Follower. Wir haben null Posts und 13 Follower. Null was Posts was wollen die Leute? Follower. Sind die Bots? Ich meine, mein erster Post wird ich und ein Mate. Und dann mache ich Hashtag das, Club Mate. Bitte sponsert mich. Club Mate wieder. Club Mate, bitte. Bitte. Club kann, Mate, bitte. Schick uns Geld. Weil für diejenigen, die letzte Woche nicht dabei waren, mein Traum ist es, von Club Mate gesponsert zu werden. Was ich mache von Nina, sie träumt, als wir auf Englisch sagen, she dreams big. Das ist wirklich größere Träume. Ich hab große Träume. Gut. Ich meine, ich habe alles bitte. Im Leben erreicht schon. Ich bin zur Uni gegangen, ich wohne alleine, ich habe einen Job. Also jetzt ist mein nächster Traum einfach nur noch Club Mate. Club Mate Sponsorship ist gut. Obwohl, wenn du das so erklärt, dass du alleine und was weiß ich, dann ich glaube, das ist vielleicht besser, eine Club Mate Sponsorship zu wünschen, als mehrere Katzen. Aber ja. Ich habe keine Katzen. Nein. Ja, genau. Noch nicht die Katzen. Mein Hamster würde, also ich habe einen Hamster. Sissi. Du bist eine Hamsterfrau, ja? Ja, ich bin eine Hamster. Ich habe einen Hamster, eine Hamsterfrau. Okay, okay. Ja, die Sissi, die hätte es wahrscheinlich nicht so gern, wenn ich Katzen hier hätte. So, genau. So, Instagram sind wir die_duda_de und Club Mate. Finde uns. Club Mate. Wir sind die eine mit _die. Bitte kein Sponsorship an die Duda mit einfach. Ohne die. Und apropos Internet und Social Media Sachen, irgendwann und würden wir auch eine stalken. TikTok. Ja. TikTok irgendwann. Wollen wir auch, weil ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, dass ich öfters mal Inspiration aus TikTok ziehe. Weil es gibt ganz wundervolle TikToker, die super Content über Deutschland produzieren und manchmal auch Sachen, an die ich selber gar nicht denke. Und dann sehe ich das, wie das für andere von außen wirkt. Und ich so, ist eine interessante Sache. Weißt du zum Beispiel schon, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, und eigentlich bin ich auch schon zu alt dafür, weil der neueste TikTok-Trend ist gerade German Elevator Boys. German Elevator Boys? Okay. Okay, das muss ich mal. Das sind irgendwie so 6 Kerle irgendwo aus Deutschland, die sind vielleicht so 19 Jahre alt und die kommen einfach aus diesem Aufzug ausgestiegen und sehen wahnsinnig gut aus und ganz TikTok oder alle Mädchen auf TikTok stehen gerade auf German Elevator Boys. Okay. Ah, ich verstehe TikTok gar nicht. Aber wir werden vielleicht einen Link zu einem von diesen Videos posten. Gerne, kein Problem. Show Notes. Apropos Internet. Wir diskutieren heute eine der großen Probleme, wenn man in Europa wohnt. Probleme. Also, ich glaube, Europa ist schlimm, aber ich glaube, Deutschland ist schlimmer.
Wir nehmen es nämlich sehr ernst damit. Ja, genau. So, das ist diese kleine neue Gesetz. Das heißt auf Englisch 2018. 2018 war schon. GDPR. Es heißt etwas anderes auf Deutsch. Es ist so DSGVO. Datenschutz. Datenschutzgesetzverordnung. Okay. Ist ein super deutsches Wort. Ja, genau. Ich mag alle Wörter mit Verordnung. Die haben so Impfschutzverordnung. Das längste deutsche Wort ist Donauschifffahrtskapitän. Nee. Das ist also Donauschifffahrtskapitänsdingsbums. Das ist ja quasi also ein erfundenes Wort. Das sind ja einfach Wörter zusammengeklebt. Ja. Aber das gibt es ja nicht wirklich. Aber ich lese dir das jetzt vor. Ich kann es, also merken könnte ich es mir nämlich nicht. Ja. Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Was? Ist das eine Wort? Das ist ein Wort und die Abkürzung, weil jedes Gesetz in Deutschland hat ja Abkürzungen, DSGVO, ist RKREÜAÜG. Deutschland, ich liebe dich. Ja, es war unser kleiner Ausflug zur deutschen Sprache heute. Ja, genau. Wir machen hier einen langen Umweg zum GDPR, aber langsam kommen wir dazu, weil ich bin jemand, der, wie du weißt, Nina, ich bin ein Müffel eigentlich. Ich hasse Faschings, ich hasse Weihnachten. Du hast alles, du bist einfach ein Gießkram. Ich bin ein Emo-Kid von den früh 2000 Jahren. Aber egal. So, seit dieser GDPR, wie haben wir das gemacht? Es war einfach, dass du auf einer Website war und rumgesurft. Ich kannst du nicht sagen, davor war ich jung. Bevor Nina das Internet benutzt hat, könnte man einfach zu einer Website gehen und muss nichts akzeptieren oder nichts lesen. Das war einfach eine wunderschöne Zeit, wo du einfach von komplett fremde Sites komische Cookies auf deine Rechner bekommen hat und du hast keine Ahnung, was da war. Und es war auch egal, was da war. Das war eine schöne Zeit, muss ich sagen, Nina. Und jetzt, seit dieser GDPR, dass nicht nur Deutschland, aber es auch amerikanische und internationale Sites, auch jetzt, wenn die in Europa eine Site haben möchten, die müssen das auch machen. Alle machen das jetzt. Und das bedeutet, wenn du musst meine ganze Tag, Nina, ist akzeptieren oder Ablehnung von Cookies. Den ganzen Tag mache ich das. Man muss ja auch sagen, du arbeitest noch im Marketing, ne? Also Sean ist die Wurzel alles Übel. Ja, genau. Ich bin schuld. Meine Leute sind schuld. Deine Leute sind schuld. Und es sind nicht die Südafrikaner und nicht die Ausländer. Nein, es sind die Marketer. Marketers. Und ich hasse Marketers. Die sind wirklich Arschlecker. Hallo Dominik. Hallo unsere Marketing-Kollegen. Ich bin auch im Marketing, aber das ist echt, ja, das ist krass. Und meine ganze Tage jetzt verbringe ich im Internet akzeptieren oder Ablehnung. Und die haben, das wäre okay, glaube ich. Das wäre okay, wenn es so einfach war. Also ich komme auf eine Site und dann fragt es, akzeptieren Cookies oder nicht? Okay, nur was nötig ist. Ich akzeptiere. Aber es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Die machen es so schwierig wie möglich. Und was ich absolut scheiße finde, ist, dass die benutzen gute UX, Usability-Konzepten, aber das Gegenteil davon. So, Good UX Principle sagt, der Knopf, wo du etwas bestätigt sollte sehr merkwürdig sein oder du solltest es sofort sehen, darauf klicke ich. Und wir sind so trainiert und die wissen das und dann, um dass wir alle Marketing-Cookies akzeptieren, die machen das Accept All oder akzeptieren. Alles akzeptieren. Nicht, das ist gemacht wie ein normaler OK oder Enter oder Continue-Button gemacht. Weil sie das deine ist Daten ein Arschloch. Wollen. Sie wollen deine Daten. Das ist ein dick Move, aber finde ich. Und jede Website, das das macht, tut mir leid, ich surfe immer noch, aber ich bin sehr genervt, als ich diese Website surfen. Aber das wäre okay. So, auch das. Man kann auch ein bisschen umlernen, nicht sofort auf den Knopf drücken, lesen, welche ist nur die nötige Cookies zu akzeptieren.
Das ist alles okay. Aber dann hast du manche Sites, wo das dann diese, was ist das denn? Du gehst da rein und es ist eine ganze Liste von Opt-ins oder Opt-outs und dann ist es nicht nur Opt-in, Opt-out, sondern auch Legitimate Interest heißt das auf Englisch. What the fuck is Legitimate Interest? So, jetzt habe ich zwei Options. Ich kann Opt-in oder ich habe eine Legitimate Interest. Ich wünsche mir, dass ich das auf Deutsch und dann, weiß. Berechtigtes Interesse heißt das, weil, also ich bin ja dein Albtraum, ich arbeite ja bei uns in der Firma auch im Datenschutzteam. Ich bin diejenige, die Marketing immer sagt, ihr dürft das aber nicht so machen. Aha, ja. Aber ja, es gibt ja nicht nur diese Cookies für berechtigtes Interesse oder sowas, sondern was ich noch viel mehr hasse, wenn du, das machen jetzt ganz viele so Zeitungs, also ich lese meine Zeitung online. Ich bin Millennial, ich habe keine Paper-Zeitung. Klar. Da musst du die notwendigen Cookies zulassen, weil sonst darfst du auf die Seite nicht mehr, weil dann müsstest du dir das Abo kaufen. Ja. Ich so, nee, dann nimm lieber meine Daten. Genau. Ich muss sagen, es gibt manche Websites, wo ich sage, okay, nimm's einfach. Ich benutze diese Website oft, ich liebe diese Website oder etwas, dann okay. Aber wenn ich auf Google bin und ich mache eine einfache Suche, ich will eine Antwort auf etwas, ich finde das und ich komme da rein und dann kommt es, die ganze Screen ist da gefüllt mit diese Cookies-Ablehnung so, oder es gibt so ein Drittel der Screens, das nicht da abgedeckt ist und ich versuche da zu lesen oder die erlauben, dass ich nicht scrollen. Fick dich, wirklich, Website. Dann bin ich weg, weil ich kann auf Platz 2 klicken und da lesen und bekommen, was ich will. Aber ja, also das muss ich ja sagen, ich glaube, das ist was sehr angloamerikanisches. Das habe ich ja gesagt. Also Europa hat ja das mit dem DSGVO, Datenschutz und so, ist ja gar europaweit. Aber ich glaube, wir Deutschen sind wirklich Datenschutz- und Datensicherheitsnazis. Also so, es ist alles auf Facebook. Also das interessiert uns nicht. Aber du fragst mich nach meinen Daten. Ja, genau. Das finde ich lustig. Nee. Das finde ich. Ja, genau. Aber, ja. Also, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal gesagt haben. Mein Papa ist ja auch Amerikaner. Also ich kenne ja dieses englische Gezeug. Euch ist das komplett wurscht. Euch ist das so egal. Und das, ja, das verstehen wir nicht. Hast du zum Beispiel schon mal, also eigentlich ist es gar nicht so krass und ich kann den Post auch in unsere Shownotes, den Link in unsere Shownotes posten. Du kannst die Vermutungen, die Google über dich anstellt, dir anschauen. Also Google sammelt ja Daten und trifft dann Annahmen über dich. Zum Beispiel so Sachen wie alt du bist, was natürlich easy ist, keine Ahnung. Wenn du die ganze Zeit googelst, Millennials doing dumb shit, dann denken sie sich wahrscheinlich, ich bin in der Altersgruppe. Oder nehmen aber auch, also so Sachen, die treffen Annahmen darüber, ob du vergeben bist, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast, ob du in einem Haus oder einer Wohnung wohnst, ob es gemietet oder gekauft ist. Natürlich dann so ganz normale Sachen, wenn du ständig irgendwas übers Kochen googelst, dann ja, Kochen und Kochen ist Kitchen. Ein Interesse, genau. Aber es ist ganz witzig, du kannst dir das angucken und das erklärt nämlich auch, also ich weiß nicht, manchmal googelst du ja einmal in deinem Leben weirde Sachen, keine Ahnung. Ich habe kein Auto, aber ich habe vielleicht irgendwann mal gegoogelt, wie wechselt man Öl? Weil ich habe wahrscheinlich irgendwo gelesen, dass Millennials das nicht wissen. Und ich so, jetzt muss ich es wissen. Und seitdem kriege ich Werbung für Autos und Autoteile und Autoreifen. Ja. Was? Ja. Bis ich dann eben in diese Google-Präferenzen geguckt habe und da ist irgendwie ganz dick Auto und Racing. Und ich so, nee. Hallo. Nee. Und dann kannst du das rausnehmen, weil dann kriegst du wieder Werbung, die zu dir passt. Ja, genau. Genau, das ist, aber das finde ich auch gut. Das ist auch eine dieser gute Sache, dass auch GDPR kommt, weil auf jeder Website, wo ich bin, ich habe das Recht, nachzufragen, meine Daten zu sehen, was die auf dieser Website haben. Aber hast du irgendwann versuchen auf ein, ich meine, Google ist eine Ding, die große Website, ich glaube, das ist leicht. Aber hast du irgendwann versuchen auf einer normale amerikanische Website diese Platz zu finden, wo du deine Daten nachfragen könntest? Das ist fast unmöglich. Ja, und es war fast unmöglich. Ich habe ja einen Masterabschluss und das ist jetzt, wann habe ich meinen Master angefangen? 2016. Also ich bin fertig, aber 2016 habe ich meinen Master angefangen und vorher guckst du ja immer so, was interessiert dich denn so an Mastern? Und ganz oft ist das für Master dann ein GMAT-Test, glaube ich, heißt das, dieser Wirtschafts-BWL-Economics-Test. Okay. Das ist ja was Amerikanisches. Und die renommierten Unis fragen danach und dann musst du auf die GMAT-Seite gehen, dich anmelden, zahlst einen Haufen Geld für diesen dummen Test, den ich im Endeffekt nicht gebraucht habe.
und auch nie wieder brauchen werde, weil, also sollte ich mal in 10 Jahren den Spinner haben und einen Doktor machen wollen, fliegt keiner nach GMAT. Das ist nur für Master. Okay. Also habe ich beschlossen, nachdem ich mit meinem Master fertig war und ich nicht mehr Angst haben musste, dass ich mich nochmal auf einen Master bewerben muss, habe ich beschlossen, dieses GMAT-Profil kann weg. Sean, das hat fast 4 Monate gedauert. Ja, siehst du. Bis meine Daten gelöscht waren. Weil ja. Erstmal habe ich nirgendwo auf dieser Seite, es gibt ja normalerweise diese Privacy-Ad oder GDPR-Ad, sonst was, nee, nirgendwo. Dann habe ich so ein Kontaktformular ausgefüllt, keine Antwort erhalten. Nochmal ein Kontaktformular ausgefüllt, keine Antwort erhalten. Es muss ja auch irgendeine Customer-Service-Nummer geben. Nee. Dann habe ich beschlossen, jetzt werde ich eklig, habe dieses Kontaktformular ausgefüllt und habe reingeschrieben, und wenn ihr mir nicht antwortet, dann melde ich euch der Datenschutzbehörde. Genau. Ja. Kommt, ich wollte das jetzt erklären. Ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gehabt mit einer amerikanischen Website, wo ich dann geschrieben habe, nach mehreren Versuchen meine Daten zu sehen. Ich habe gesagt, wenn ihr das, mir nicht die Möglichkeit jetzt geben, das zu löschen, you'll hear from my lawyer. Und innerhalb ein paar Tage habe ich eine Meldung von dir bekommen. Es funktioniert wirklich gut. Und dann ist aber auch, das kennst du ja dann auch, dann kriegst du eine Antwort und dann so, ja, vielen Dank für deine Anfrage. Und dann wirst du 25 Mal gefragt, bist du dir sicher, dass dein Profil gelöscht werden soll? Genau. Du kannst auch nur pausieren oder verstecken. Aber bist du dir ganz sicher, dass es gelöscht wird? Du bekommst diese Daten nie wieder. Wofür brauche ich einen GMAT-Test von 2016? Ja, genau. Das ist jetzt, ich bin es los. Das nächste Mal, wenn ich auf mein erstes Date mit jemandem gehe, dann sage ich, an meinem GMAT habe ich so und so viele Punkte gescored. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, dann ciao. Praktische Dating-Kriterien. Ja, aber das ist wirklich, das ist genau das Schwierigkeit damit. Das ist nervt. Ich meine, das ist gut, dass wir jetzt mehr Control haben, aber haben wir wirklich mehr Control? Ich glaube nicht. Und aber ich finde es auch schlecht, wenn die Websites so schwierig wie möglich machen, auch nur die nötige Sache zu akzeptieren, weil das ist, ich bin ein Kunden am Ende. Das ist am Ende des Tages. Das ist sehr unhöflich an eure Kunden und ich finde, das ist wirklich, ich bin auch so, wenn ich diese Website nicht wirklich brauche, dann bin ich raus, dann bin ich einfach weg. Und es ist auch scheiße, weil auch wenn du das Akzeptieren auf einem Plattform oder auf einem Gerät oder auf einem Browser, was weiß ich, dann surfe ich zum Beispiel auf Instagram und klicke auf einen Link oder irgendwo anders und auf mein Handy, das öffnet eine Browser im App, wo ich bin. Dann muss ich alles wieder machen. Dann muss ich wieder. Nein, das macht mich so müde. Es macht müde, vor allem diese ganzen Cookies machen müde. Ich glaube, es hat aber auch positive Sachen gehabt, weil das habe ich ja vorhin gesagt. Irgendwie ist es ganz vielen Deutschen egal, was Facebook alles über sie weiß. Yeah. Oder ganz schlimm ist auch, da gibt es eine Reportage dazu, die ich auch schon, keine Ahnung, bestimmt vor 2 Jahren gesehen habe. Die Daten, die Tinder über dich hat. Und die Annahmen, die Tinder über dich trifft. Oh Gott, ich kann mir vorstellen. Ja. Gott sei Dank. Ich glaube, das war eine französische Journalistin, die ihre Daten bei Tinder angefragt hatte und es waren irgendwie 26 oder 27 Seiten und hat auch fast 6 Monate gedauert, bis sie die bekommen hat. Ja, ja. Weil zu dieser Zeit gab es dieses Gerücht, dass Tinder so einen Attraktivitätsscore hat, anhand dessen, wie oft du bestimmte Personen likest und ob diese hotten Personen dich auch zurückliken. Okay. Das war eben so ein Gerücht und dann hat sie den ersten Schwung ihrer Daten erhalten, hat gesagt, nee, ich weiß, also sie hatte einen Insider, der ihr das erzählt hat, ich weiß, dass es diesen Attraktivitätsscore gibt und das sind personenbezogene Daten. Dann haben die das erst ewig abgestritten und irgendwann hat sie es dann doch bekommen und seitdem gibt es offiziell diesen Attraktivitätsscore nämlich auch nicht mehr. Oh mein Gott. Ich müsste mal schauen, ob ich diese Mini-Reportage finde. Das ist ziemlich witzig. Und am Ende wurde sie dann gefragt, also sie ist eine Journalistin und wurde von einem anderen Journalisten dann so befragt, würdest du Tinder weiterhin benutzen? Und sie so, wahrscheinlich schon. Und das ist die Einstellung von den Deutschen. Facebook weiß alles über mich und Google weiß alles über mich. Und das finde ich scheiße und schrecklich. Aber werde ich Änderungen in meinem Leben treffen? Nein. Bitte nein. Bitte nein. Obwohl du sagst das, aber ich finde jetzt mit WhatsApp, so in den letzten Zeit hat WhatsApp eine große Änderung. Ich sage es mit
Anführungszeichen oder wie kann man das sagen? Die haben dann Änderungen zu. Ja, die haben eine Änderung zu Terms and Conditions gemacht, dass alle akzeptieren bis Mitte Mai und wenn nicht, dann geht's weiter mit WhatsApp, aber du könntest dann mit eingeschränkter Funktionalität, was weiß ich. Jetzt muss ich nach dieser Geschichte, wegen deutsche Leute, die deutsche Kontakten, die ich habe, muss ich nach Signal wechseln. Weil so viele Leute, ich spiele in einer Band, meine ganze Band ist auf WhatsApp, wir haben eine WhatsApp-Group, plötzlich, die sind nicht mehr da. Wir packen die sind natürlich jetzt auf auch einen Signal. Link zu deiner Band in die Shownotes. Können wir machen. Wir haben seit ein paar Jahren keine neue Musik gemacht, aber können wir machen. Aber die sind jetzt auf Signal. Jetzt muss ich nach Signal wechseln. Jetzt habe ich WhatsApp und Signal. Und dann habe ich gedacht, bevor ich das akzeptiere, ich habe die Terms and Conditions gelesen. Die sind nicht so schlimm. Und Leute, wenn du schon auf Facebook bist, dann hat die eh schon alle Infos. Die haben schon alles. Jetzt wissen die vielleicht ein paar extra Sachen. Vielleicht, aber... Und die Änderungen sind nicht so schlimm. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen und ich würde auch die Link im Shownotes machen. Die haben gesagt, ja, diese Änderung, und das ist jetzt nur eine Zusammenfassung, aber diese Änderung ist nur, dass Facebook dürfte Daten von WhatsApp benutzen für mehr Targeted Ads. Und ich glaube, das bedeutet, dann bekommst du Targeted Ads auf Facebook wegen etwas, das auf WhatsApp passiert. Und ich glaube, das ist nur, wenn du mit Firmen in Kontakt bist. Ich bin mir nicht ganz sicher, da war es ein bisschen unklar. Aber ein guter Punkt, das von dieser Artikel gemacht war, ist, dass es wirklich eine Frage von Vertrauen jetzt ist. Weil Facebook hat gesagt, als sie WhatsApp gekauft haben, dass die das niemals machen würde, dass die Daten von WhatsApp auf Facebook haben. Aber Leute, du benutzt Instagram. Glaubst du, dass Facebook nicht deine Daten von Instagram benutzt? Das ist... Aber siehst du, das ist halt das... Also ich sag immer, es ist gut, sich bewusst zu sein, ein bisschen drüber nachzudenken, was man alles teilt. Ja. Also klar, wie gesagt, ich habe auch Facebook, Instagram. Ja. Und ich bin auch eine faule Sau und benutze mein Google-Account und Facebook, um mich überall anzumelden, weil forgette, dass ich, wenn es nicht notwendig ist, irgendeinen weiteren Account anlegen werde. Nie in meinem Leben. Das wäre nur noch ein Passwort, das ich in irgendeinem Passwort-Safe irgendwo speichere. Und dann einmal bin ich irgendwo in der Pampa. Es gibt keinen Internetzugang oder was weiß ich. Oder ich habe mein Handy verloren und soll mich jetzt an mein Google-Passwort erinnern. Ja, vergiss es. Mein Leben im Internet ist vorbei. Ja, genau. Ja. Genau, und deswegen, also es ist gut, drüber nachzudenken, was man auf Social, nicht nur Social Media teilt, sondern was man allgemein an Informationen über sich preisgibt im Internet. Ja. Ja. Wenn man sich aber der Gefahr bewusst ist, ist es so wie das meiste im Leben. Have fun. Ja, genau. Aber das ist auch eine Frage von Convenience. Wie heißt Convenience auf Deutsch? Ich kenne das Wort. Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, kann man sagen. Es ist ein bisschen wie bezahlen. Ich bezahle nicht mit Geld, sondern mit meinen Daten, dass ich, wie du sagst, überall mit Google anmelden können. Und ich stelle mich sicher, dass ich, wenn ich das mache, ich mache es immer mit Google zum Beispiel, sodass nur Google weiß, wo ich bin eingemeldet und welche Sache ich habe und welche Daten die bekommen. Aber das ist okay. Das ist schlecht, ich weiß, aber das ist Bequemlichkeit und ich bezahle mit meinen Daten und das ist schade. Aber ja, das war vielleicht besser, als wir nichts davon gewusst hätten. Ja, ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich habe in manchen Dingen kein Problem, mit meinen Daten zu zahlen. Ich wollte fragen, wie ist es bei dir und WhatsApp? Ich habe ja nicht nur Signal und WhatsApp jetzt, sondern ich habe ja auch IT studiert. Ich habe auch Telegram, weil das ist viel mehr Underground. Ja, genau. Es ist russisch. Leute, es ist russisch. Bitte. Als ob die besser sind als die Amerikaner. Okay. Dann habe ich noch für chinesische Freunde WeChat. Und dann gibt es das Ganze noch für Japan. Da habe ich den Namen vergessen. Das ist aber auch grün, so wie WhatsApp. Habe ich auch. Oh mein Gott, du bist wirklich überall. Ich habe mich genervt, weil ich jetzt einen neuen Messenger mit Signal anmelden muss. Aber bei dir ist es wirklich so, dass du hast schon mehrere Messenger. Ich bin auch jünger wie du. Ich kann noch mit Technologie schauen. Das stimmt. Wenn ich TikTok lernen muss, Nina. Aber TikTok, Sean, das habe ich auch gesagt. Sean, diese
TikTok ist ja auch so ein Datengrab, gehört ja auch in diese ganze Kategorie. Mhm. Aber ich habe auch letztes Jahr gesagt, Beginn dieser Quarantäne, diese infantile App werde ich mir nie im Leben runterladen, weil das ist nur was für 13-Jährige. Und? Ich liebe es. Du bist wirklich ein, ich bekomme ständig, manchmal ist es so random, manchmal bekomme ich eine WhatsApp von Nina, kein Kommentar, einfach schau mal rein, das ist ein TikTok-Video. Okay. Ich glaube, ich schreibe nicht mal, schau mal rein, ich pack dir nur den Link rein. Nur den Link und ab und zu sagst du, ich weiß meistens sage ich, das ist was für den Podcast. Meistens, oder? Genau, oder nix. Es sind ja schon, es, also für den Podcast, das haben wir auch schon öfters erwähnt, Calvin and Hobbes heißen die, oder Hobbes, nach diesem Comic. Calvin and Hobbes, ja, genau. Ja, das sind eben zwei Dudes aus den USA und einer hat eben deutsche Wurzeln oder ist sogar Deutscher, ich bin mir nicht so ganz sicher, ist egal, aber die finden wir beide sehr witzig und deswegen weiß ich auch, da kommt dann nur, haha, ich liebe diese Jungs. Genau, ja. So, das ist, bist du am meisten unterwegs mit TikTok oder Instagram oder was ist dein number one Social Media App? Oh, ich würde wahrscheinlich sagen Instagram, weil okay, ich konsumiere zwar viel TikTok, aber ich habe in meinem Leben noch nichts auf TikTok hochgeladen. Mhm. Meine Schwester macht das. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, Instagram ist mein prinzipaler Social Media Kanal. Facebook habe ich tatsächlich wenn mal wieder irgendwelche Wahlen sind in den USA, dann muss ich meine konservative Familie erneuern und was posten. Aber ansonsten poste ich auf Facebook sehr, sehr wenig. Yeah. Twitter ist nicht meine Welt. Also immer wieder, ich benutze Twitter, wenn irgendwas Wichtiges auf der Welt passiert. Und so in den ersten 3-4 Stunden kriegst du immer nur so ganz kurze Nachrichten, so Reuters oder die DPA, keine Ahnung. Es gab schon wieder Bombenanschlag, schon wieder ein Mass-Shooting, so I need information, man. Dann benutze ich Twitter, aber sonst auch nicht. Okay. Wie gesagt, Instagram poste ich selber relativ regelmäßig und TikTok, da bin ich einfach nur ein widerlicher Konsument. Mm, siehst du? Naja, so da ist es mit Ninas Social Media Usage. Aber das ist, ich finde, das ist krass. Alle Social Media Kanäle, wenn du die benutzen, die sammeln eure Daten, die wissen schon Bescheid. Es gab neulich, ich habe eine Nachricht bekommen oder gesehen, ein Schlagzeil, glaube ich, das heißt, von in der letzten Woche oder so, eine große Firma hat Millionen von Bilder von Leuten und der Daten dazu gesammelt und die sind ein Facial Recognition AI System auch und das bedeutet, die können deine Bild sehen und dann das matchen mit anderen Daten irgendwo anders, das von Facebook kommt oder von Instagram kommt und so weiter. Das ist echt, ich glaube, das ist echt das Problem in der Zukunft, ist diese Facial Recognition, weil wenn du ein Bild hochlädst, die wissen ganz genau, wer du bist und wo auch anders dieses Bild vorkommt oder du vorkommt in einem Bild. Und das ist jetzt, die haben, das, ich würde die Schlagzeile später finden, ich kann mich nicht erinnern, wie die Firma heißt, aber die bekommen jetzt auch von Europa viele, viele Vorwürfe heißt es, oder Klage, die wird wirklich stark beklagt am Moment und ich glaube, es wird ein riesiger Court Case. Aber das ist echt problematisch. Die haben wirklich Millionen von Bildern und die wissen ganz genau, wer das ist. Und das wird schlimmer in den Zukunft. Das gab es doch schon mal. Das war vor 2 Jahren. Erinnerst du dich an diese Face-App, hieß das, wo dein Gesicht so zum Mann gemacht wurde, zur Oma? Ja, genau. Die haben es gemacht. Ja, genau. Ja, so es ist gut, wie du gesagt hast, Nina, ich fand es gut. Es ist gut, dass wir jetzt nachdenken und dann akzeptieren, okay, ich gebe diese Leute oder Facebook hat schon alle meine Daten, ich gebe es einfach alles weiter, die wissen schon alles. Das ist, ja, so ist es, wir machen das, aber das ist gut nachzudenken. Und ich bin mir interessant oder es wird mich interessieren, was unsere Zuhörer denken oder die Leute, die auf YouTube anschauen. Wie ist es bei euch, habt ihr Gedanken über was für Daten Websites haben? Oder bist du einfach genervt von dieser GDPR? Oder ist das eine gute Sache? Ist es ein gutes Ding, was jetzt mit GDPR ist? Und ja, schreib in die Kommentare bitte, dass wir wissen. Und wenn wir schon bei unseren Nutzern sind, ich muss ja auch sagen, ich liebe nichts so wie mindestens 3-mal täglich auf unserer
Podcast-Hosting-Plattform und auf YouTube die Statistiken anzugucken. Einfach refresh, schau mal, wie es jetzt ist. Das ist eine Sucht, ohne Mist. Und ich weiß, dass du das auch machst, weil du mir das auch gesagt hast. Ich habe ein echtes Problem. Ja. Und dann haben wir schon, also was ich auch noch sagen muss, wir sehen zum Beispiel von wo aus, also mehr oder weniger von wo aus ihr uns zuhört, zum Beispiel welches Land. Und Sean, deine Fellow Africans, die lassen uns ganz schön im Stich. Ja, genau, die haben kein Interesse auf unserem Podcast. Was ist ein bisschen enttäuschend, weil zum Beispiel in Namibia und in Kapstadt von Südafrika zum Beispiel, es gibt viele deutsche Leute, die wohnen da. Ja. So, was ist los, deutsche Leute? Ich meine, zumindest deine Brüder könnten mal so aus Höflichkeit einmal draufklicken. Ja, hallo, Bruder die von mir. Die verstehen uns zwar nicht, aber... Nee, aber könnt ihr mich unterstützen als Teil meiner Familie? Meine damit Leute, ich meine dann andere irgendwann Leute. Mal, weil wir berühmt sind, von Marte gesponsert werde. Ja, genau, aber das Ding mit Podcast-Statistik ist, da ist man wirklich relativ anonym unterwegs, wenn man Podcasts zuhört. Weil was wir für Statistik bekommen bei Podcasts, ist sehr schwierig, weil es ist so gehostet auf einer Plattform und dann die andere so Listening-Plattforms, die haben Zugang dazu, aber die Daten, dass man kriegt, ist sehr nicht wenig. Viel. Aber es geht mir mehr so um so Statistiken. Wer hört zum ersten Mal zu? Wie viele Zuhörer? Genau. Mit welcher App? Und dann ist es ja auch immer, ich bin Android-User. Ja, ich auch. So, hören mehr Leute über Android oder Apple zu? Ja, genau. Genau, das mache ich auch mehrmals am Tag, muss ich sagen. Das ist auch Hinsicht bei mir. Gut, Nina, das war sehr interessant. Schon. Und subscribe zu unserem Podcast, subscribe auf YouTube, finde Instagram, irgendwann die_dude_de und natürlich wie immer alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben, sofern wir die Links finden, kommen in die Shownotes. Im Shownotes, genau. Gut, und das war's für diese Woche, Nina. Wunderbar, Sean. Dir einen wunderschönen Abend. Ja, dir auch. Dankeschön.